Hi Leute, ich bin's mal wieder. Nach einer etwas längeren Pause gibt es endlich mal wieder ein neues Video von mir. In der Zwischenzeit haben sich natürlich wieder einige neue Sachen und einen Haufen EDC-Gear angesammelt. Einen Teil davon würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Zu einzelnen Gegenständen mache ich auch nochmal ein gesondertes Video. Heute geht es mir in erster Linie um drei Dinge, die ich bei opramosecurity.de geshoppt habe. Zum einen ist das hier von Tasmanian Tiger die Hip Bag, also im Endeffekt eine Gürteltasche, die für mich einfach als Ersatz zu meinen normalen EDC zum Maxpedition herhalten soll und eben auch für kleinere Wanderungen, für das tägliche Mitnehmen im Auto, zur Arbeit und so weiter dienen soll. Genau, fange ich direkt mal an. Wie gesagt, gefertigt in dem Fall aus Cordura, verschiedene Reißverschlüsse mit so kurzen Paracord-Bändern dran und verschiedenen Taschen. Die Größe ist in dem Fall 25 cm Breite, ca. 15 cm Höhe. Die Tiefe ist offiziell mit 5 cm angegeben. Aber ich glaube, da ist deutlich mehr drin, wie man hier auch schon sehen kann. Genau, die Rückseite bietet hier nochmal die Möglichkeit, die Tasche zum Beispiel direkt an den Gürtel zu machen oder mit Molle irgendwo fest zu befestigen, ganz einfach. Dann hier den obligatorischen Gurt, eben um dass die Tasche um die Hüfte schnallen zu können. Hier nochmal ein bisschen verstärkt an den Seiten durch diese 3x-Cordura-Teile, die dann übergehen in den Tragegurt. Was ich ganz gut finde, auf der Seite sieht man, dass der Verschluss nochmal verdeckt ist. Somit kann es auch nicht im Vorbeigehen geöffnet werden von der fremden Person zum Beispiel. Und genau. Die Tasche ist in erster Linie, denke ich, für den taktischen Einsatz, auch für Polizisten, Security etc. gedacht. Das sieht man gleich im Innern nochmal. Fällt auch da vorne schon auf mit diesem kleinen Patchfeld. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, ob man da was drauf machen möchte oder auch nicht. Vorne haben wir schon mal eine kleine Tasche. Da habe ich aktuell meine In-Ear-Kopfhörer drin, die ich natürlich, wenn ich unterwegs bin, gerne dabei habe und auch schnell griffbereit mein Zippo. Vorne war es das auch schon. Schauen wir uns die innere Tasche an. Hier übrigens mit zwei Reißverschlüssen. Das, man kann es auch zum Beispiel mittig befestigen, um so schnell öffnen zu können. Wie auch immer, mit großem Fach. Hier habe ich aktuell mein Maxpedition Pocket Organizer drin. Das soll jetzt aber nicht hier Gegenstand des Videos werden. Dient nur der Veranschaulichung, was da alles reinpasst. Also problemlos verstaubar und man kann es auch gerne mal in Kombination mitnehmen. Weiter zum Inhalt. Man hat hier vorne nochmal so eine kleine Netztasche dran. Auch nochmal für Kleinigkeiten. Hier nochmal mit einem Druckknopf befestigt. Und hier auch nochmal einen kleinen Haken. Ich drehe das Ganze mal rum. Da habe ich jetzt in dem Fall mein Spaten dran. Hier auch nochmal zusätzlich befestigt, wie man hier auch sieht. Zum Beispiel für den Schlüssel geeignet. Ich habe, wie gesagt, das kleine Taschenmesser dran. Nimmt keinen Platz weg. Ansonsten habe ich hier hinten aktuell nichts drin. Wenn ich es nochmal rumdrehe, hat man hier im Innern nochmal zwei Schlaufen. Da habe ich aktuell meine LD10 drin, die hier einfach super reinpasst. Man sieht, leicht abnehmbar. Und auf der anderen Seite habe ich übrigens auch von Obramo den Leatherman Freestyle. Zeige ich gleich nochmal etwas näher. Hier finde ich persönlich super, sind nochmal zwei Schlaufen. Kann man entweder eine Pistole zum Beispiel reinnehmen, wenn man die im Einsatz trägt, wie auch immer. Ich habe hier mein kleines Snackknife drin, zeige ich gerne auch noch in einem späteren Video. Das ist ein Skalpoon von
Bushknives mit Paracord-Griff und Kydex. Findet hier, wie gesagt, super Platz, wenn man es nicht um den Hals hängen möchte oder wie auch immer. Genau. Dann auf der Rückseite, ihr habt es vorhin vielleicht schon gesehen, habe ich in dem Fall noch eine Tasche dran gehängt. Die musste ich mir auch direkt im Shop zulegen. Und zwar für mein Bravo One Outdoor. Eine spezielle, speziellen Holster, um das Teil auch am Gürtel tragen zu können. Was mir hier super gefällt, dass man es nicht nur hochkant hier mit der Schlaufe, sondern auch quer tragen kann. Habe ich persönlich sehr gerne. Ist einfach unauffälliger, wenn dann das Shirt oder die Jacke drüber hängt. Genau. Und eben für mich auch nochmal, speziell wenn ich draußen unterwegs bin, eine zusätzliche Sicherheit zum Clip. Ne? Lässt sich, wie gesagt, dann durch mein kleines Lanyard, was ich da dran gebastelt habe, ganz einfach rausziehen und dann verwenden. Nimmt auch keinen Platz weg. Und wenn ich die Gürteltasche trage, befestige ich das gerne hier mit einem der beiden Schlaufen. Und habe es eben auch nochmal unauffällig dann am Körper. Genau, gehe ich noch kurz auf das Freestyle ein. Für mich in erster Linie als Ergänzung zu einem Victorinox, wenn ich es dabei habe, das einfach keine Zange hat. Hier haben wir einmal eine kleine Klinge. Die lässt sich in dem Fall direkt von außen öffnen. Nicht wie bei den meisten bekannten Multitools, dass man die eben erst aufklappen muss und dann von innen was rauszieht, sondern man kann es direkt hier dann einhändig auch öffnen. Klar, nicht Paragraph 42a konform, allerdings bei einem Multitool vielleicht nicht ganz so auffällig wie jetzt bei einem normalen Einhandfolder. Dann hier mit so einem kleinen Liner-Lock befestigt. Genau. Mir ging es auch einmal um die Größe. Also das hat, ich messe es gerade kurz mal nach, knappe 9 cm, zwischen 8,5, sogar knapp 8,2 cm im geschlossenen Zustand und eben eine tolle Ergänzung, die wenig Platz braucht, knapp 130 Gramm vom Gewicht her und finde ich auf jeden Fall annehmbar. Durch die Form, wie man sieht, die gebogene, hat man, wenn die Zange geöffnet ist, eben für mich das Hauptwerkzeug an diesem Tool, dann eine extrem gute Kraftverteilung. Also das, ich weiß nicht, ob es jetzt nur in der Biegung liegt, aber man merkt, wenn man es so greift, hat man eben extrem viel Kraft, um die Zange zu bedienen. Die hat nochmal hier einen Drahtschneider dran, dann eben hier so eine Art Kombizange und eine feine Spitzzange zum Benutzen. Wie gesagt, in meinem EDC oder auch in einem Tagesrucksack nehme ich das einfach gerne mit, weil es kaum Platz verbraucht und man eben noch mal die Kombination aus einer kleinen Klinge und der Zange hat. Das Klingenmaterial ist hier in dem Fall 420 HC Stahl annehmbar und sollte auch nicht meine Hauptklinge sein, öffne Kleinigkeit oder mein Seil. Deswegen auch diese Serrations stehe ich eigentlich nicht drauf. Beim Freestyle finde ich es allerdings praktikabel, da meine anderen Messer, die ich dabei habe, keine Serrations haben. Genau, das wollte ich euch, wie gesagt, einfach mal kurz vorstellen. Wird jetzt wahrscheinlich meinen Pocket Organizer ablösen, speziell eben bei kleinen Wanderungen und auf dem täglichen Weg zur Arbeit. Genau. Ich habe, wie gesagt, hier auch noch einiges an Platz, wenn ich so die wichtigsten Dinge, die ich eben gerne am Mann trage, drin habe: Taschenlampe, ein Fixed, ein kleines und eben diese Kombination aus zwei Multitools. Da kriegt man schon noch ordentlich was rein. Ob das jetzt eine kleine Trinkflasche ist oder irgendetwas zu essen beispielsweise.
Auf jeden Fall ein tolles Teil, kann ich super empfehlen und wird jetzt mein täglicher Begleiter. So, ein paar Teile werde ich noch gesondert vorstellen. Das ist einmal das Skalpun und da werde ich noch ein Video drüber machen und gegebenenfalls noch weiteren Gear, den ich mir zugelegt habe. So, dann macht's gut. Ich freue mich auf Kommentare. Gerne auch auf Ideen, was ich da noch reinpacken könnte. Das war's. Bis dann. Ciao.